Hi und herzlich willkommen zu diesem Video. Wie ihr vielleicht mitbekommen habt, waren jetzt die letzten Tage die Amazon Prime Days und auch ich bin wieder schwach geworden und habe mir was besorgt, und zwar die Sony WH-1000XM3. Das sind On-Ear Noise Cancelling Kopfhörer mit Bluetooth. Und naja, die Kopfhörer, die kamen so ungefähr vor, ich sag mal, 2 bis 3 Jahren raus, und damals war halt jeder Technik-YouTube-Kanal voll mit diesen Kopfhörern. Und ich habe mir damals gedacht, boah, wer kauft sich denn in diesem Preisbereich größer 300 Euro überhaupt Kopfhörer? Aber naja, jetzt sind die Kopfhörer ungefähr, ich sag mal, 2 bis 3 Jahre alt. Und bei Amazon gab es ein ziemlich gutes Prime Day Angebot und da bin ich jetzt doch mal schwach geworden und habe sie mir geholt. In diesem Video werde ich es jetzt unboxen. Und falls sie was sind, beziehungsweise falls sie nicht sind, werde ich auch dementsprechend ein Review dazu machen. Ihr könnt mir auch gerne in den Kommentaren Bescheid geben, ob ihr denn ein Review dazu sehen wollt oder ob das Internet schon voll genug mit Reviews zu diesen Kopfhörern ist. Fangen wir an mit dem Unboxing. So, hier die Verpackung. Erstmal kurz ein paar Worte dazu. Es handelt sich hierbei um Oberklasse Wireless, also kabellose Noise-Canceling-Kopfhörer, die mit Bluetooth verbunden werden. Man kann sie sowohl mit Windows-Geräten als auch Android als auch iOS verwenden. Dementsprechend ist das eigentlich vollkommen egal, mit welchem Gerät ihr sie nutzen wollt. Die Kopfhörer haben auch einen AUX-Anschluss und werden mittels USB-C geladen. Das waren somit 2 Gründe, die mir persönlich ziemlich wichtig waren. Außerdem kann man sie zusammenfalten, aber bevor ich jetzt groß weiterrede, die technischen Daten kann jeder im Internet nachlesen, packen wir einfach mal aus. Die Verpackung ist schon mal richtig schick und hochwertig gemacht. Ich meine, das kann man auch bei einem gewissen Preis natürlich auch erwarten, aber trotzdem, ich hatte noch nie so fancy Kopfhörer und jo, hier haben wir sie auch schon. Kurz mal, was haben wir noch so? Ein Anleitungsheft, das interessiert glaube ich niemanden, oder zumindest jetzt nicht. Ich pack's einfach mal weg. Wichtig sind ja eigentlich die Kopfhörer. Okay, jetzt sieht man hier hat hier so, schon ein sehr schickes Textil-Case, also das ist Stoff. Hier haben wir eine, ich sag mal, bronzefarbene Lasche, die sieht richtig fancy aus. So. Und jetzt kommen wir hier zu den Kopfhörern. Okay, ich habe es gleich mal falsch rum aufgemacht. So hat das Ganze dann auszusehen, wenn die drin sind. Okay, jetzt haben wir hier die Kopfhörer. Die Kopfhörer sind zusammengefaltet. Falten wir gleich mal auseinander. Und okay, die Kopfhörer sind ziemlich leicht. Man sieht auch hier, da ist ein mit einem R der rechte Kopfhörer gekennzeichnet, mit einem L der linke Kopfhörer. Wir sehen hier unten den USB-C-Ladeanschluss, den Anknopf und den Noise-Canceling-An-Ausschalter. Außerdem haben wir hier einen Input für ein AUX-Kabel. Das war mir persönlich wichtig, denn ich verwende meine Nintendo Switch auch gerne mal mit Kopfhörern. Und die unterstützt aktuell, soweit ich weiß, nur den Anschluss via Kabel. Ansonsten gleich mal die Frage vorweg. Wie bedient man die? Also wie macht man lauter, leiser? Wie macht man Track vorwärts, Track rückwärts, Track anhalten? Auf der Rückseite vom Karton habe ich jetzt schon ein Bild gesehen. Und zwar geschieht das mittels Wischgesten, ich glaube, am rechten Kopfhörer. Da sieht man schon, hoch und runter wischen ist lauter, leiser, wohingegen links und rechts wischen vorwärts, rückwärts ist. Und dann kann man mit langem Tab, mit Doppeltab oder einfach Tab noch Pause, Anrufe annehmen oder aber auch eine Sprachsteuerung aktivieren. Ja, ich sehe gerade, hier sieht man das Ganze auch nochmal, die Kurzbedienung. Interessant wäre noch, wofür eigentlich diese 2 Anschlüsse sind. Ach Gott, auf den Bildern dachte ich immer, dass das USB-C-Anschlüsse sind. Seht ihr die? Ja, ich dachte immer, das sind USB-C-Anschlüsse. Jetzt sehe ich aber gerade, das sieht eher aus, als wenn das einfach so ein Gewebe ist, quasi so ein Geflecht. Ich weiß nicht, ob das die Kamera auffängt. Das könnte quasi ein Mikrofon drunter sein. Also Mikrofone zum Beispiel fürs Noise Cancelling oder zum Telefonieren. Hier sieht man auch nochmal, die sind komplett drehbar, diese Achsen hier. Und hier. Und sind beide zusammenfaltbar? Der ist zusammen. Ja, man kann beide zusammenfalten. So kann man die richtig kompakt auch in den Rucksack schmeißen. Ich werde sie jetzt anfangs mal nur mit dem Case verwenden, denn ich will auf keinen Fall riskieren, dass da was kaputt geht. Aber sie wirken auf jeden Fall schon mal sehr, sehr solide. Also, ich bin sehr gespannt, was ich darüber berichten kann. Was haben wir noch in der Packung? Hier haben wir jetzt noch ein Kabel, ein Klinkenkabel.
Das ist jetzt, glaube ich, nichts Besonderes weiter. Hier haben wir halt eine abgesteckte Klinke. So kann man es ja zum Beispiel an der Nintendo Switch anschließen, wie ich es machen werde, oder halt am Smartphone, wobei ich das jetzt wenig, also das habe ich nicht vor. Ich möchte die Kopfhörer eigentlich bis auf an der Switch immer nur mit Kabel betreiben, aber sollten die Akkus leer sein, kann man sie natürlich immer noch ganz normal mit Kabel betreiben. Von daher schön, dass gleich eins dabei ist. Was haben wir hier noch? Wir haben hier einen Adapter. Ah, hier können wir das Kabel reinstecken und dann haben wir, also steht jetzt nichts da, aber ich nehme an, dass eins davon dann ein Mikrofon, dass es eine fürs Mikrofon ist und das andere ist dann für einen Lautsprecher. Das könnte ich mir vorstellen, dass man quasi die Signale separat ausgibt, weil manche älteren Geräte haben ja zwei Klinkenbuchsen für die beiden Signale. Und was haben wir hier noch dabei? Ah, jetzt ist es leer, glaube ich. Wir haben hier noch ein ganz normales USB auf USB-C-Kabel dabei, denn die Kopfhörer werden ja, wie ich schon gesagt habe, über USB-C geladen. Ich habe jetzt gerade erst das Unboxing zu den Kopfhörern aufgenommen und habe jetzt eben hier erstmal die App runtergeladen und dann die Kopfhörer aufgesetzt. Dann stand da, ich sollte meine Kopfhörer anschalten. Und während ich das gemacht habe, haben die Kirchenglocken geläutet. Also in meinem Zimmer ist immer so eine gewisse Grundlautstärke. Ich habe so einen Luftreiniger. In dem Fall haben die Glocken geläutet. Und in dem Moment, wo ich die Kopfhörer angeschalten habe, kam so ein Bluetooth-Pairing. Und im nächsten Moment war alles ruhig. Das war richtig verrückt eigentlich jetzt. Weil ich weiß, das sind Noise-Canceling-Kopfhörer, aber es war wirklich so, ich habe dann umgeschaut, habe gedacht, haben die gerade noch irgendwie die Kirche geläutet? Habe dann den Kopfhörer runter, sie läutet noch wieder drauf und es ist einfach so, es ist still. Also man hört so ein ganz leises Rauschen, aber es ist wirklich ridiculous, wenn man noch nie Noise-Canceling-Kopfhörer genutzt hat. Ich habe dann auch gleich mal noch ein Lied gestartet und gleich mal vorweg, die Audioqualität ist ja mal richtig gut. Ich habe jetzt, wie gesagt, schon einen Kopfhörer gehabt, aber ja gut, das werdet ihr alles im Review erfahren. Also denkt dran, lasst ein Abo da, damit ihr das Review nicht verpasst. So, das sollte jetzt auch schon mit diesem Unboxing gewesen sein. Die Kopfhörer machen einen sehr wertigen Eindruck und ich bin sehr gespannt, ob sie mit meinen anderen Kopfhörern, ich habe noch so Teufel Aureol, diesen kabelgebunden, mithalten können, beziehungsweise wie gut wirklich das Noise Cancelling ist. Wenn es euch gefallen hat, beziehungsweise wenn euch dann das Review dazu interessiert, dann abonniert gerne meinen Kanal. Wenn euch das Video gefallen hat, lasst gerne ein Like da. Ansonsten war's das. Ich hoffe, wir sehen uns beim nächsten Video. Also bis dann. Ciao.